Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCC die Stöpsel. Heute wieder mal VRC Pro. Auf der Bangkok RCC Modified wird gefahren. Das ist die Sportversion und hier falle ich am Start sehr, sehr weit zurück. Auf die sechste Position. Trotzdem auf mir. James Connolly hier wieder ganz in Rot. Erste Runde von mir 17-2. Machen wir hier auch mal Perspektive. Bin ja im James schon wieder dran. 17-3, erste Runde von James. Das hat die nächste Messung. 0,012 noch hinterm James, 16,8 von mir, 17,1 von James. Bisschen überschossen hier von James. Kleiner Körbräuber von beiden. Letzte Messung war ich 0,06 vorne, jetzt schon 0,2. Das sagt die nächste Messung. Erfolgt jetzt 0,8. Wieder 16,8 von mir gefahren. Wir schauen einmal. Wo sie denn jetzt richtig spannend ist. Hier geht's richtig zur Sache ab. 3 Minuten noch 3 Minuten auf der Uhr. Wer fährt denn da mit meinem Design? Pitgrove. Haben wir mal die TV-Perspektive. Zwei 30 noch zu fahren. Die ersten beiden können sich hier absetzen. Zwischen Platz 1 und 2 0,4 Sekunden. Zwischen Platz 4 und 5 0,026. Auch zwischen Platz 3 und 4 beträgt 0,2. Wir schauen mal jetzt nach 3 Minuten, was die schnellsten Runden sind. Von mir gerade gefahren 16,7. James 16,9. Endpunkt Romero 17,2. Dann haben wir Putria 17,5. Haben wir Pitcock 17,5, Andrea Novati 17,5, Ramsey 17,6 und C.17,9. Vorne jetzt mittlerweile 1,2 Sekunden Unterschied. Wir schauen jetzt zwischen Andrea und Redcurve. Andrea fährt hier an den X-Ray. Sieht hier ein bisschen schiebig aus alles. Und die letzte Minute läuft. Könnte es mal wieder passieren, dass ich hier mal wieder ein Rennen gewinne? Es wäre mein viertes überhaupt. Mittlerweile 1,4 Sekunden und noch 30 Sekunden. 8 Sekunden dahinter der Drittplatzierte.
schauen wir wieder zu Andrea und Putria. Kann da ja Kunde vorbeigehen. Boah, das Auto schiebt hier sehr, sehr doll bei Andrea Novati. Oh, mit 0,280 verpasst das hier noch. Und ich hab's mal wieder geschafft, ein Rennen zu gewinnen. Meine Wenigkeit gewinnt hier vor James Connolly, Endpunkt. Romero, Leon, Beckhoff auf der 4, Putria auf 5, Novati auf 6, Ramonet auf 7 und 8, da wird Z-Punkt. Damit würde ich sagen, wir zwischen einmal komplett drüber und wir sehen uns gleich wieder. So, wir schauen uns hier die komplette Rangliste an. Da ist der Mirko noch auf 1, meine Wenigkeit 2, James Connolly 3, Marco auf der 4, Nicolas auf 5, Steven auf der 6, Petkov auf 7, Putria auf 8, Novati auf 9, Ramsey auf 10. Nächsten Deutschen, der Stefan Schwarzenstein auf 16, Nico Schneider 18, Hans-Günter Heitsch auf 20. Dann haben wir hier noch Michael Kinscher auf 47, Erik auf 52, R. Hammer auf 63 und Josef auf 67. Damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei RCC die Stöpsel und bis dann, ciao, ciao.